Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together Minecraft. Obwohl heute geht's leider auch wieder nicht together, weil der liebe Gernot 18 beschäftigt ist. Er spielt ja lieber DZ anstatt mit mir Minecraft, ne? Naja, nee, keine Ahnung. Er ist halt wieder mal beschäftigt und wir werden jetzt einmal wieder alleine spielen. Wird immer zur Macht der Gewohnheit schon langsam wieder mal. Und ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier wieder machen sollen. Ursprünglich wäre es ja geplant gewesen, dass ich hier den Redstone hier weiter verlege. Nur, ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe dazu keinen Bock heute. Lieber würde ich jetzt dann mit euch, keine Ahnung, lieber Holz hacken gehen. Haben wir überhaupt noch Holz? Holz, Holz. 4 Stück, das reicht ja, ne? Das heißt, wir werden jetzt mal hier die schönen Sachen hierher geben wieder. Warte mal, wo haben wir das? Ah, scheiß drauf, haben wir das da rein auch alles. Was brauche ich denn noch nicht mit? Und zwar, hier kommen die Steinchen rein. Und, jawohl, das Fleischchen kommt auch hier rein. Zack, weg. Dann haben wir die Erde nach unten und die Pflastersteine auch nach unten. Und dann haben wir mal ein halbwegs leeres Inventar wieder. Erde da. Erde müssen wir auch bald wieder nachfüllen, weil da ist überhaupt fast nichts mehr. Wenn wir da irgendwann mal ein größeres Projekt haben sollten, ja, stehen wir wieder da, ne? Wir brauchen Erde. So, da ist eh alles voll, ja. Gut, das heißt, wir müssen runterwandern. Und ja, ich würde mal sagen, hier, ja, hier. Zack und weg ist es. Gut, was wir jetzt mit den ganzen Spitzhacken anfangen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich gehe jetzt einmal Holz farmen. Nochmal gehen. Und nach dem Holz farmen, keine Ahnung, entweder machen wir den Bahntunnel weiter oder ja, was fragt's mich eigentlich, was wir machen? Ich habe keine Ahnung. So, die 3 Äxte nehme ich mal mit. Dann kann ich ja die mal zusammengeben. Ach, scheiß drauf, geben wir die auch zusammen und gut ist. Ich weiß, das war jetzt vielleicht Verschwendung, aber warte mal, haben wir da oben vielleicht noch irgendwelche Äxte? Das könnte sein. Schauen wir mal rauf da. Gut, da war nix. Bei sonstiges vielleicht. Spitzhacken. Spitzhacken noch und nöcher. Schaufeln noch und nöcher. Aber keine Axt. Ne. 6 an Schallplattenspieler könnten sich auch mal basteln. Wir haben ja 2 Schallplatten, meine sind ja die gleichen, aber pff, ja, wen juckt's, ne? Welches Level bin ich in? Also ich hätte jetzt wirklich ziemlich gute Lust, eine Axt zu verzaubern, muss ich euch ehrlich sagen. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal. 1, 2, 3. Ich hoffe halt, dass Haltbarkeit da oben ist, weil das wäre spitzenmäßig. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Oh, ist schon wieder Nacht? Nö. Aber das meiste, meistens, wenn wir aufnehmen, ist Nacht, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Nö, es ist nicht Nacht. Nein, es wird bloß Nacht. Ja, geh mal wieder pennen dabei. Aber das nächste Mal, wenn wir dann... wo gehe ich denn hin? Wenn wir quasi Holz farmen gehen, dann machen wir die Nacht durch. Gehe ich jetzt nicht jedes Mal wieder schlafen. So... Frames sind auch teilweise stabil, jetzt ist er wieder auf 30, also was das eigentlich ist, ich habe keine Ahnung, teilweise auf 30, dann wieder auf 60 rauf. Aber solange es nicht so arg ruckelt, ist mir das ehrlich gesagt Wurst. Siehst du, da ist auch gleich die Hexenhöhle da super schön versteckt. Da waren wieder Endermänner am Werk. So und so und warte mal, das ist hier fertig, ne? Ja, passt. So, ach weißt was, ich warte noch, bis ich 4 Leveln habe, macht's blöd jetzt.
Auf jeden Fall, eine verzaubern werden wir auf jeden Fall einmal, weil, wie gesagt, die werden wir des Öfteren jetzt dann brauchen. Auch wenn wir den Bahntunnel, sage ich jetzt einmal, nicht komplett mehr aus Holz machen, aber Holz ist halt ein Grundbestandteil in Minecraft. Und ja, da fahrt die Eisenbahn drüber. Mit einer Axt werden wir aber nicht weit kommen, das weiß ich jetzt schon. Das heißt, wir werden zwei Äxte machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, da. Ja, was kann ich denn euch für ein Thema heute anbieten? Eigentlich habe ich mehrere Themen gleich, also drei insgesamt. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Wir gehen jetzt einmal wieder zu unserem Waldstück da hinten hin. Ihr kennt es doch sicherlich, ihr habt es doch, ja, sag ich jetzt mal, Handys, ne, die Apps zum Beispiel spielen, wo ihr Apps zum Beispiel installieren könnt, etc. Ne? Also jeder hat heute schon sozusagen ein iPhone oder Samsung oder irgendwas, ne? Womit man mittlerweile, wie gesagt, Apps schon installieren kann, beziehungsweise auch spielen kann damit. Und ich habe jetzt unlängst zum Beispiel Minecraft, die Minecraft-App runtergeladen bei Amazon um 5 Euro, glaube ich, oder sowas. Also relativ billig, ne? Finde ich jetzt nicht so übertrieben teuer. Und ich muss sagen, also ich habe es mir jetzt aufs Tablet gekauft, weil ich habe ein Tablet daheim, ne? Das Google Nexus 10 quasi, ne? Und ich muss euch sagen, also die Minecraft-App ist ziemlich geil gemacht, ja. Klar, man hat jetzt da nicht allzu viele Möglichkeiten, was zum Bauen, ja. Das Crafting-Menü ist jetzt, sage ich jetzt mal, auch bescheiden, sage ich jetzt einmal, ja. Also, du musst halt jetzt nicht die Sachen so wie hier jetzt da in dem Minecraft reinlegen, ja, sondern ja, wie soll ich sagen, du klickst etwas an, was du haben willst, zum Beispiel Zaun, ja, und klickst einfach drauf, wenn du die Materialien hast, ist gut, ja, dann kannst du einen Zaun machen und wenn nicht, dann nicht, ja. Und ich finde es so geil, ja, deswegen, weil da musst du dir wirklich noch die Rohstoffe zusammensuchen. Ja? Also da kannst du jetzt nicht sagen, jö, okay, da gehst du jetzt in eine Höhle rein und da hast du jetzt dann 10.000 Kohle oder 10.000 Eisenerz. Ja? Im Gegenteil, ja? Also da bist du wirklich froh, wenn du einmal 5 Kohle findest. Oder erst, ich habe jetzt da schon, glaube ich, 5, es ist 5 Stunden, ich glaube, ich habe jetzt da mindestens schon, naja, gute, ich lüge euch jetzt nicht an, aber mindestens schon 15 Stunden gespielt, die Minecraft-App. Und in den 15 Stunden, ja, habe ich erst 9 Eisenerze gefunden, ja. Also verdammt rar, die Sachen, ja. Und ich finde es auch gut so, ja. Weil so macht das Spiel, sage ich jetzt einmal, auch Spaß, ja, spannend, etc., ja. Nicht so wie hier jetzt zum Beispiel, wo man eine Höhlentour macht, ja, und da wird einem alles nachgeschmissen, sage ich jetzt einmal schon mittlerweile, ja. Ich weiß es zu Alpha-Zeiten, wo Minecraft in der Alpha-Zeit draußen war, ja, da war es, sage ich jetzt einmal, auch sehr selten noch die Rohstoffe, ja. Nur, wie gesagt, hier werden sie jetzt mittlerweile schon nachgeschmissen. Ja, und wo bleibt denn der Spielspaß, ja? Der Spielspaß insofern, ja, hast halt trotzdem noch, weil du jetzt da kreativ sein kannst. Ja, ich meine, das, was wir machen, das ist ja, sag ich jetzt einmal, Firlefanz, ja. Jetzt der andere, naja, Let's Player nicht direkt, ja, weil für Let's Plays, da hast du einfach keine Zeit dafür, beziehungsweise, ja, du kannst es halt nicht machen, ja, außer ich mache jetzt ein Let's Play im Kreativmodus, ja, dann kann ich euch, weiß nicht, Städte bauen oder keine Ahnung, was wie die ganzen Sachen wenn es auf Google Minecraft eingibst oder sowas, wo du wirklich extrem geile Häuser siehst, ja. Aber wir schweifen vom Thema ab, wir wollten ja Minecraft-App sagen. Das Einzige, was mich bei der App stört, ist, du hast nur, ja, einen Chunk, sage ich jetzt einmal. Also du kannst nicht weit gehen, ja. Also da ist auf einmal die Welt zu Ende, ja. Das Schöne ist halt, du fliegst halt nicht runter oder raus, ja, sondern, ja, das ist eine unsichtbare Mauer, ja, für diejenigen, die es nicht kennen. Für diejenigen, die es eh kennen, die Minecraft-App, die wissen ja sowieso, von was ich rede, ne? Und auf jeden Fall, ja, hast nur einen Chunk quasi, ne? Und das Problem halt ist insofern, dass es ja noch keine Höhlen gibt, ja, bei der Minecraft-App.
kann vom Vorteil sein, muss aber nicht vom Vorteil sein, weil insofern Höhlen sind halt wichtig für Rohstoffe. Ne? So, jetzt bist du quasi gezwungen, ja, Mine Stripping zu machen. Ja? Für diejenigen, die es noch nicht kennen, du buddelst dich, weiß ich nicht, 15, 20 Blöcke unter die Erde, ja? Und buddelst dich halt so weit oder so oft du willst in eine Richtung. Ja? Dort kannst du dann die Rohstoffe zum Beispiel rausfarmen. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel in dem Gang fertig bist, lässt einen Block Abstand und fangst halt beim übernächsten Block wieder an in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Das ist Mindstripping, sprich, da entdeckst du jeden Rohstoff, jeden einzelnen. Ja? Finde ich jetzt insofern unspannend, ja? Also nicht sehr spannend, weil ja, das kann jeder Vollidiot machen. Ja? Darum, ich bleib bei zufällig gefunden. Scheiße, jetzt habe ich einen. Ah, jetzt habe ich einen großen Baum. Ich bleibe bei zufällig gefunden, das ist am schönsten, da freust du dich auch am meisten und ja, so sei es, ne? Ja, was gibt's sonst noch zum Sagen? Also, eigentlich kannst du relativ viel bauen bei der Minecraft-App, nur das Problem ist halt, ja, du bist halt in vielen Sachen eingeschränkt, ja? Eingeschränkt insofern, was versteht man darunter? Eben, wie schon vorher erwähnt, ja, Scheiße, wieso kann ich da nichts bauen? Nein, ich habe keine Erde mit. Ich bin ein Trottel. Eingeschränkt insofern eben, weil ja, du nicht so viel bauen kannst. Ja, also du kannst schon eine Menge bauen, aber ja, Lehm zum Beispiel gibt es keinen. Ja, vielleicht habe ich ihn auch auf meinem Chunk nicht, beziehungsweise in meiner Welt. Ja, kann auch sein, dass es Lehm vielleicht gibt. Ja, ich habe mal einen Chunk gesehen, da hast du quasi. Ja, wie soll ich sagen, Dutzende von Zuckerrohr gehabt, ja, und dann habe ich wieder einen Junk gehabt, zum Beispiel, beziehungsweise eine Welt generiert, ja, wo überhaupt kein Zuckerrohr war, ja. Dann, was das Geile ist, aber du hast verschiedene Biome, ja, also das heißt, du rennst nicht in einem Biom immer dumm, ja, sondern du hast, wie hier ganz normal, ein Wüstenbiom, dann hast du ein Schneebiom und dieses normale Biom, was wir jetzt da hier haben, ja. Klar, die ganzen anderen Biome, die was jetzt hier neu dazukommen sind, wie Dschungel oder, na gut, Dschungel gibt es ja schon länger, aber die Savanne und das Ganze, ja, gut, das gibt es halt noch nicht. Noch nicht, sage ich deswegen, weil ich nicht weiß, inwieweit Notch bzw. die Programmierer von dieser App weiter dran sitzen und entwickeln, weil ja insofern das noch eine Alpha-Version ist, ja, die App. Für eine Alpha läuft sie eigentlich relativ stabil, ja. Drum, wie gesagt, ich würde es auch jedem empfehlen, wenn er jetzt ein Tablet hat oder, ja, na gut, Handy, ja, kann man mit Handy auch spielen, aber es empfiehlt sich wirklich mit Tablet, weil es halt einfach größer ist, ja, und gigantischer und besser, sage ich jetzt einmal, ja, übersichtlich ist auch vor allem, und ja. Nein, ich krieg keine Werbung, ich krieg kein Geld dafür, dass ich jetzt Werbung für die App mache. Ich sage jetzt deswegen, dass, weil ich es einfach geil finde, die App. Und wie gesagt, ja, warum sollte man halt nicht Werbung machen für eine App, wenn es einem gefällt? Gibt ja eh schon genug andere Werbungen. Ich sage außerdem nur meinen Testbericht, ne, wie ich es finde, die App. Und ich holz da gerade wieder irgendwelche hohen Bäume ab und weiß aber nicht. Na gut, okay, das geht aber so. So geht's ja. Jo, so können wir es lassen, ja. Gut. Ja, was gibt's sonst noch zu der App zum Sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. Wie gesagt, Zombies ganz normal, spawnen ganz normal. Jo, Creeper auch. Das Lustigste, was ich halt finde bei der App, ist. Zum Bleistift, wenn du jetzt gehen willst, ja. Klar, man ist im Aussteuern gewöhnt, beziehungsweise der Xbox-Spieler ist seinen Xbox-Controller gewöhnt, ja. Das Problem insofern ist allerdings, ja, da musst du dich daran gewöhnen, an die Steuerung, weil mit der linken Hand quasi steuerst du quasi links, rechts, gerade vor, kannst auch schief gehen, seitlich gehen, ja. Und ja, mit der rechten Hand brauchst du einfach nur den Bildschirm berühren, ja, und einfach nur in die gewünschte Richtung ziehen. Ist am Anfang ein bisschen umständlich, beziehungsweise da fehlt dann, oder da muss halt dann, sag ich jetzt einmal, die Intensität einstellen oder für dich richtig anpassen, dann wird es wahrscheinlich auch gehen.
Ansonsten, ja, wie gesagt, kauft euch die App. Kauft euch die App, die ist gut. Fremdwerbung aus. Nee. So, es ist mittlerweile schon Nacht geworden und ich sammle jetzt einmal die ganzen Saplings ein. Schau, Äpfel haben wir auch noch bekommen. Das ist ja wunderbar. 4, 5 Äpfel schon. Und weil es so schön Nacht ist, stelle ich jetzt auch nochmal eine Fackel her. Und würde mal sagen, ich holze die Bäume hier auch noch schnell ab. Und ja, dann hätten wir eigentlich eh wieder genug Holz am Start, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Oh ja, das geht.